Hallo liebe Kinder, ich bin es wieder, Rebbe Menachem. Wie ihr seht, habe ich heute eine andere Lokalität ausgesucht, mal was anderes, das ist ja sonst zu langweilig. Liebe Kinder, wie ihr seht, habe ich hier das Bild gemalen, das habe ich gemalen. Wie man sieht hier, wie der Mitzri den Jid schlägt, wie der Jid leidet, wie er mit der Peitsche gerade schlägt. Liebe Kinder, hier kann man auch noch gut sehen, wie man Matzes backt, in Kürze auf einem Bild. Das werden wir vielleicht später noch genauer anschauen. Diverse Bilder, hier oben seht ihr die Kare, dort hinten seht ihr nochmals die Kare, verschiedene andere Bilder. Aber liebe Kinder, wir halten ja bei der nächsten Sache Keurig. Ich bin sicher, ihr habt bis jetzt gut zugehört und ich bin sicher, es geht euch allen gut. Und ich bin sicher, ihr seid alle noch heilige, liebe Jiden. Liebe Kinder, gehen wir weiter mit der nächsten Sache. Keurig. Hört gut zu. Keurig. Man nimmt zwei Stickelech Matze. Man leigt zwischen sei Moreur. Und man sucht Seichele Miktosch Gehillel. Kein Oso Hillel. Liebe Kinder, sollt ihr wissen, in der Teure steht geschrieben, drei Sachen, die jeder Jid am Pesachabend essen muss. Nicht darf, er muss. Pesach, das ist das Korben Pesach. Wir werden auch später von dem sprechen, wie man das genau Makriv gewesen ist. Das Korben Pesach. Matzo und Mohr. Drei Sachen, die jede Jid eigentlich essen muss. Leider hatten wir die letzten viele Jahre nicht das Korban Pesach. Das Jahr, Toshi und Pei, werden wir sicher schon in Eretz Yisrael mit Moschiach sein, im Beis Hamikdash Shlishi, und dort werden wir das dritte, die Korban Pesach, auch essen können. Bis jetzt konnten wir das leider nicht. Aber in den Zeiten, wo das Beis Hamikdash noch gestanden ist, gab es ein großer Streit, nicht ein Streit mit Hände und Füße, sondern im Lernen, das ist ein guter Streit. Viele Tzaddikim haben gesagt, man muss die drei Sachen extra essen. Matzo selber, Moror selber und das Korban Pesach alleine. Alle drei Sachen extra auseinander essen. Es gab aber der große Tzaddik Hillel, der hat gesagt, man muss alle drei Sachen zusammen essen, wie ein Sandwich. Pesach, Matze und Moror zusammen auf einmal essen. Nochmals, es gab solche Tzaddikim von Chazal, die frühe, riesige Tzaddikim, die haben gesagt, man muss alle drei Sachen extra essen. Matze alleine, Moror alleine und das Korban Pesach alleine. Hillel hat gesagt, alle drei Sachen zusammen wie ein Sandwich. Matze, Moror, Korban Pesach zusammen essen. Wir wissen nicht, was muss man wirklich hier machen. Muss man es extra essen oder muss man es zusammen essen? Wissen wir nicht. Also machen wir beides. Essen wir erst Matzo alleine, bei Moitzi Matzo, haben wir angelehnt auf der linken Seite und wir haben die Matzo alleine gegessen. Nach haben wir Moror alleine gegessen, ohne anzulehnen. Und am Ende, bei Zofon, werden wir denn das Korban Pesach essen. Das werden wir noch genau sprechen, ich werde es noch euch erklären, wie man genau das Korban Pesach gemacht hat. Aber wir essen auch alle drei Sachen auseinander. Wir essen Matzah alleine, wir essen Moror alleine und wir essen das Korban Pesach alleine. Aber wir essen auch beides zusammen, da wir nicht wissen, was ist richtig, was müssen wir machen. Zusammen essen oder auseinander essen. Essen wir Matz alleine, Mor alleine, Korban Pesach alleine, später bei Zof. Und wir essen auch alles zusammen, jetzt bei Keurig. Nimmt man Matze und Moror und eigentlich das Korban Pesach. Leider hatten wir die letzten vielen Jahre noch nicht das Korban Pesach. Das Jahr, Tov Shi Pei, 5780, werden wir das Korban Pesach sicher schon haben. Also werden wir das Jahr Matze, Moror und Korban Pesach zusammen essen. Bis jetzt hat man eben genommen eine Matze,
Moro und nochmals eine Matze als Andenken zum Korn Pesach. Eigentlich Matze, Moro, obendrauf Korn Pesach. Da wir das aber die letzten Jahre nicht hatten, haben wir genommen Matze, Moro und als Andenken noch eine Matze. Wie ein Sandwich. Und man muss sich ja anlehnen hier. Obwohl Moro musste man sich nicht anlehnen. Aber hier haben wir ja drei Sachen. Pesach anlehnen, Matzo anlehnen, Moro nicht anlehnen. Zwei ist mehr wie eins. Zwei muss man sich ja anlehnen. Pesach anlehnen, Matzo anlehnen, Moro nicht. Aber zwei ja, eins nicht. Also muss man sich bei Keurech ja anlehnen. Man sagt auch, bevor man es isst, wir essen das als Andenken zu dem Hillel, zu dem großen Zadik Hillel. Er hatte uns gesagt, dass man muss die alle drei Sachen zusammen essen. Also liebe Kinder, nochmals. Keurech, man nimmt zwei Stickelech Matzes, man leigt zwischen sei Moroir, und man sagt, Seichele Mikdosh ke Hillel, kein Osso. Hillel. So hat der Hillel das gemacht in der Zeit von Beisam Mikdosh, dass er wieder mit das auch wieder so machen müssen. Natürlich kann sein, Moschiach wird kommen, er wird uns dann sagen, was wirklich richtig ist. Matzo Moro kommt besser alleine oder zusammen. Also je nachdem, was der Moschiach uns sagen wird, je nachdem werden wir auch machen. Also liebe Kinder, bevor man das isst, sagt man, ich sage es euch vor, es steht in der Hagote geschrieben, Seichele Mikdosh ke Hillel, kein Oso Hillel, bis manche besser Mikdosh hojo kayom, hojo keurech, matzo und moror v euchel bejachad, le kayem, mashe nema, al matzo is umreurim, joichlu hu. Das muss man sagen, ich zeige es kurz hier. Sieht man es? Ja, hier, das sagt man. Und nachher isst man alle die drei Sachen angelehnt an der linken Seite. Nicht schief, sondern richtig sich anlehnen an der linken Seite. Und so muss man das essen. Liebe Kinder, macht's gut. Bis bald. Bis zum nächsten Film. Alles Gute.